Kennst du den Spruch, wer tut, was er immer getan hat, wird bekommen, was er immer bekommen hat? Kennt ihr Karin? Karin ist mit Mike zusammen. Mike ist ein Arsch, also macht Karin mit dem Schluss. 5 Jahre später ist Karin wieder mit Mike zusammen. Doch diesmal hat er einen anderen Namen. Was meine ich damit? Oft sind wir diese Karin. Oft ist das, sind wir in Situationen, wo wir sagen, nie wieder. Ich werde am jetzt loslegen. Und das sagen wir oft am 31. Dezember. Und dann legen wir los, haben uns vom 31. Dezember 2017, 2016, 2015, 2014 getrennt und sehen uns im Sommer wieder genau dort, wo wir letztes Jahr waren. Ist zwar ein anderer Typ, ist zwar ein anderer Monat, doch gefühlt hat er denselben Namen. Wir sind wieder in den gleichen Rhythmus, wieder in den gleichen Versprechen, wieder am selben Punkt wie davor. Der Unterschied ist, wir sind älter geworden. Was ich damit sagen will ist, Leute, lasst es offen. Lasst uns heute entscheiden, dass wir etwas tun, dass wir anders denken, dass wir eine Entscheidung treffen. Und nicht nur die Entscheidung, die wir einmal treffen, sondern die Entscheidung, die wir die ganze Zeit, jeden Tag treffen. Denn wichtiger als Brillanz ist Kontinuität. Kontinuierlich diese Entscheidung, die wir mal getroffen haben, immer wieder zu treffen. Und auch bevor wir das machen, lasst uns etwas bewusst machen. Und meine Frage ist, bist du die Dinge wirklich angegangen, die du am Anfang des Jahres dir selbst versprochen hast? Und das kannst du nur ehrlich zugeben, wenn du es dir runterschreibst. Deswegen ist meine kleine Aufgabe für dich, mach dir bewusst, was du aufgeschrieben hast und was du dir versprochen hast. Und dann frag dich, tust du die Dinge, die getan werden sollten, um dorthin zu kommen, wo du hingehörst? Wenn nein, was ist heute deine Entscheidung? Was ich dir sagen will, ist, mach etwas, was dich zwingt, über längeren Zeitraum an dir zu arbeiten, sodass unmöglich ist, an den Punkt zu kommen, an dem du heute bist. Also Leute, lass uns loslegen, lass uns nie wieder da ankommen, wo wir schon mal waren. Was mich durchgebracht hat, als ich relativ jung war, was mich durchgebracht hat zum Basketball, war nicht, dass ich wusste, wie ich Profi werde. War nicht, dass ich wusste, wie ich nach USA komme. Das war, dass ich den Moment genommen habe und absolute Energie in den Moment gesteckt habe, Entscheidungen getroffen habe und losgelegt habe. Und ich wusste, jetzt ist der wichtigste Zeitpunkt, absolute Energie aufzubauen. Aber ich kann mir in dem Moment nicht leisten, langsam zu werden. Ich muss anfangen, schneller zu denken, schneller zu handeln, scharfsinniger zu sein, bei mir zu sein, schneller zu entschleunigen, schnell zu beschleunigen. Ich habe keine Zeit. Wer tut, was er immer tut, wird bekommen, was er immer bekommen hat. Wer tut, was er immer getan hat, wird bekommen, was er immer bekommen hat. Und ich wusste, die Nummer, die ich jetzt vorhabe, denn ich will mich nicht geschlagen geben, ist eine Nummer, die ich noch nie in meinem Leben durchgezogen habe. Noch nie in meinem Leben. Und wenn ich etwas tun will, was ich noch nie getan habe, brauche ich eine Energie, die ich ebenfalls noch nie gehabt habe. Doch wo bekomme ich sie her? Das ist die erste Frage, die Leute stellen. Und da beginnt das Spiel. Die erste Frage ist nämlich nicht, wo du die Energie herbekommst. Denn die erste Verantwortung, die du hast, ist die Verantwortung über dich selbst. Meine Aufgabe war also nicht zuerst rauszufinden, wo ich die Energie herbekomme. Meine erste Verantwortung war, wie behalte ich die Energie, die ich jetzt habe, dass ich nicht unnötige Moves mache, nötige Bewegungen, dass ich all die Energie verliere, die in mir gerade ist.